Ja, Leute, was soll ich sagen? Herr der Ringe geht immer, auch wenn ich neue Thumbnails bauen musste, weil wir jetzt mit dem 10. Herr der Ringe Draft durchstarten. Herr der Ringe geht einfach immer. Es ist ein super nice Set. Ich gehe mit euch direkt rein. Ich habe Bock zu draften. Ich hätte Bock, nochmal Izzet zu draften, weil mir das einfach super gut gefällt. Das ist mein absoluter Lieblingsarchetyp. Ey, wie schnell sich Herr der Ringe Drafts immer noch füllen, ne? Das ist, glaube ich, das ist schon lange nicht mehr bei Premium Sets oder bei Sets so gewesen, weil Brothers War habe ich jetzt vorhin gedraftet, da hat es irgendwie 10 Minuten gedauert, bis sich der Tisch gefüllt hat. Und Herr der Ringe ist einfach konstant da und die Leute haben immer noch richtig Bock drauf. Ja, das spricht halt einfach dafür, dass es wirklich ein gutes Set ist. Und wenn sich Lappen 420 jetzt auch endlich mal dazu bereit erklären würde, den Seed hier zu füllen, dann könnte ich auch meinen Witch King of Angmar first picken oder Anduril oder Orcish Bowmaster. Eine der drei Karten wird es ja wohl sein, denke ich zumindest mal. Ah, es ist halt. Ah, okay, tatsächlich ist es immer noch völlig in Ordnung. File of Galadriel ist ziemlich gut. Bilbo ist aber, glaube ich, einfach mein Pick. Also, man könnte hier einen Case machen für die Fiole. Man könnte einen Case machen für Rally at the Hornberg. Ist auch möglicherweise. Also, gehört zu den Top 3 Commons. Vielleicht sogar die beste Common. Und ist einfarbig, ja, also würde sich hier schon ganz gut machen. Sam's Desperate Rescue ist auch völlig in Ordnung. Soothing of Smeargol ist gut. Aber ich liebe halt Bilbo. Ich liebe das Izzet Turbo Tempting Deck. Ich kann mich super schlecht dagegen wehren. Werde jetzt hier auch, glaube ich, einfach. Ja, ich glaube, ich muss einfach Bilbo leben, Leute. Was soll ich sagen? Bilbo ist einfach granatiös. Und dann werden wir direkt belohnt mit. Ja. Genau. Nix. Puh, wenn ich, aber alle, angenommen, ich hätte Rally at the Hornberg genommen, dann hätte ich jetzt auch nicht viel. Also, ich sehe hier ein Soothing of Smeargol, ich sehe hier ein Olyphant, ich sehe hier ein Samwise the Stout-Hearted. Es ist Pick 2, die Rare wurde rausgenommen, das wird uns nicht viel sagen. Ich werde hier auf den Tempo-Aspekt von Rot-Blau hoffen und einfach Soothing nehmen. Ist, glaube ich, auch die beste Common von denen, die da sind. Olyphant wäre eine Möglichkeit, aber ich gehe lieber dann den Tempting Way. Hier haben wir einen dritten Pick, Torment of Gollum. Das ist schon eher ein Zeichen. Hier wäre noch als Alternative. Ah, eigentlich gibt es nicht so wirklich viele Alternativen. Ich glaube, ich nehme Torment of Gollum. Es ist auch gut möglich, dass wir sowas wie Blau-Schwarz spielen und dann Bilbo splashen oder so. Hier ist ein Erebor Flamesmith. Da ist ein Deceive the Messenger und ein Black Breath. Beste Karte im Pack ist wahrscheinlich Deceive the Messenger. Die Karte ist wirklich überraschend stark. Erebor Flamesmith würde sich so ein bisschen besser in Blau-Rot machen, aber ich weiß nicht, ob Blau-Rot wirklich the way to go ist. Deshalb nehme ich hier, glaube ich, einfach mal Deceive the Messenger. Oh, Gollum's Bite, Lash of Balrog, Black Breath. Wow. Gollum's Bite ist extrem gut, so spät doch zu bekommen. Und theoretisch besteht hier auch immer noch. Also, ich habe sehr viele Spells. Also, ich könnte auch das Grixis-Spells-Deck draften. Oder Grixis Tempting. Und Gollum's Bite ist ja mega gut einfach. Also die Karte nehme ich super gerne. Mit Kusshand quasi. Also ein fünfter Pick Gollum's Bite ist schon wirklich hervorragend. Sieht jetzt so ein bisschen eher nach einem blau-schwarzen Control-Deck aus. Aber da ist auch noch ein. Wow, da ist ein Glorious Gale, ein Troll of Khazad-dûm und ein Isolation at Orthanc. Glorious Gale ist die beste Karte, glaube ich. Deshalb nehme ich die hier auch. Aber das ist schon vielversprechend. Rot ist nicht so voll, ne? Also wir sehen hier einen Strider, aber Rot-Grün ist nicht so geil und Rush to Room ist halt keine Magic-Karte. Deshalb nehme ich hier auch Glorious Gale. Ja, spannend so far. Einfach eine Kreatur bisher. Es ist Bilbo, der Retired Burglar. Ist eine gute Karte, ohne Frage. Aber naja. Wir schauen mal, ob wir Bilbo splashen wollen oder nicht. Oder ob es einfach vielleicht so ein blau-schwarzes Spell-Control, blau-schwarz Amarth-Control wird. Das ist noch nicht so ganz so klar. Shellops Ambush ist hervorragend. Ist auch besser als Nods, ist besser als Greyhaven Navigator, ist auch besser als die Bats. Ja. Shellops Ambush ist echt eine sehr starke Karte. Hat auch eine hohe Winrate auf 17 Lands. Sieht irgendwie nach nichts aus, aber ein Trick für ein Mana plus 1 plus 2 und Death Touch geben und ein Food-Token generieren, das ist einfach so viel Value für ein Mana. Es ist insane, könnte man sagen. Einfach insane. Ich hoffe. Tja, was hoffe ich eigentlich? Der Troll, glaube ich, kann nicht zurückkommen. Ich weiß nicht, ob wir noch so die. Vielleicht kriegen wir noch einen Olyphant wieder. Ich meine, das wäre nicht super crazy, einen Olyphant mitzunehmen, den zu splashen, um gegebenenfalls einfach sich einen Mountain rauszusuchen für Bilbo. Wow, Uruk-hai Berserker, Pick 8. Okay.
Nehme ich hier auch über Councils, Deliberation und Pelagic Survivor. Also so ein bisschen das Tempting habe ich auch noch nicht aufgegeben. Ne? Ich habe 1, 2, 3, 3,5, 4,5 Tempting-Karten in den ersten 8. Also das ist schon solid. Auch wenn die anderen Karten jetzt auch sehr gut gewesen wären, bin ich ja ein Fan davon, schnell zu tempten und schnell zumindest Ringstufe 2 zu haben. Ja, Ringstufe 2 ist da, wo der ganze Juice sitzt. Und damit kommt man dann häufig auch auf Ringstufe 4 und dann wird es natürlich richtig angenehm. In der Zwischenzeit bereue ich aber auch nicht mehr, Rally at the Hornburg nicht first gepickt zu haben, denn ich glaube, so richtig wären wir in Rot auch nicht reingekommen. Es hätte uns möglicherweise einfach auch nur in ein paar falsche Picks reingetalkt. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass es nur Bilbo geworden ist. Bilbo ist auf jeden Fall eine Karte, die man splashen könnte. Ja. Muss aber auch nicht. Also wie gesagt, hängt davon ab, ob wir noch so einen Olifant kriegen. Shire Terrace bin ich kein super Fan von. Wow, Sam's Desperate. Ich mag Sam's Desperate Rescue. Ja. Ich mag Isolation. Ich glaube, ich nehme Sam's Desperate Rescue. Alles, was ein Mana kostet und tempted, ein Mana-Spells sind schon sehr gut. Also jetzt auch gerade, falls wir nochmal eine Fiery Inscription bekommen sollten, natürlich ist das in weiter Ferne aktuell. Das ist eine Uncommon in Rot, also eine heiß umkämpfte Farbe. Das ist nicht super wahrscheinlich. Okay, hier habe ich nur noch Egalobernz. Nehme ich mal den Greyhaven Navigator. Vielleicht schafft er es ins Deck, aber ich glaube, dann wäre ich nicht so glücklich mit meinem Deck. Und so bin ich eigentlich schon ganz glücklich. Ja. Ja, also ich muss sagen, Herr der Ringe hat sich wirklich so ein bisschen schon so als Evergreen-Set herausgestellt. Also wirklich toll. Ich könnte, wenn ich da ein paar, davon hätte ich mir auch mal ein paar Displays besorgen sollen. Dann hätte man irgendwie mal in ein paar Jahren nochmal eine schöne Runde Herr der Ringe draften können. Habe ich leider nicht gemacht. Ah, Epic Fail, könnte man sagen. Aber vielleicht kann man auch so einen Cube machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man einfach so Set-Cubes macht. Also man einfach nur mit den Karten aus dem Set, irgendwie 540 Karten, mehrere doppelt oder sowas. Das ist eigentlich auch ganz nice. Nasty Ant finde ich sehr gut. Pelagic Survivor finde ich auch okay, aber muss in dem Deck gar nicht unbedingt sein. Deshalb hier Easy Nasty Ant. Wir kriegen sicherlich mal einen Orc-Token, eine Orc-Army, die wir legendär machen können und dann einfach drei Karten ziehen können. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Black Breath und Erebor Flamesmith. Okay. Ja. Ja, also nehme ich. Vielleicht besteht doch noch, also wenn niemand schwarz ist, besteht sogar die Chance, dass wir den Troll tabeln, aber das ist, glaube ich, also das wäre ja schon ein bisschen absurd. Okay, Pelagius Survivor, Pick 13. Kann man auch spielen, ohne Frage. Ist nicht schlecht. Also ein bisschen schade, also Pelagius Survivor tappen nicht für Bilbo. Aber für den muss ich halt wirklich rotes Mana ins Deck packen, aber Curve ist auf jeden Fall sehr witzig gerade. Und ich habe 12 Playables in Pack 1, die mit denen ich jetzt mehr oder weniger einverstanden wäre. Also da, das ist schon okay vom Power Level her. Torment of Gollum ist, glaube ich, der Pick hier über Elrond, Lorien Revealed, Deceive the Messenger. Ja, ist aber ein gutes Pack. Also ich kann mir hier durchaus vorstellen, auch noch eine blaue Karte zu tablen von den Vieren. Ich würde Dreadful Erste Storm nicht unbedingt spielen wollen, aber die anderen drei schon sehr gerne. Cirith Ungol Patrol, nicht so ein großer Freund von. Und Black Breath haben wir schon einen. Zweiten will ich eigentlich nicht spielen. Also glaube ich, ist es hier Torment. Ja. Fall of Gil-galad ist sicherlich auch keine schlechte Karte, aber ist halt grün. Tschüss. Da haben wir jetzt gar nichts für uns. Rote Karten sind zwei egale. Blau haben wir Willowwind und Schwarz Morgul Knife und Orcish Medicine und Sam's Desperate Rescue. Ich habe schon Sam's Desperate Rescue. Aber ich habe ja auch nichts zum noch nicht mal irgendwie ein Splash, ein Landcycler oder sowas. Man könnte Willowwind nehmen, aber Willowwind Pick 2 ist auch sehr, sehr, sehr bad. Ich könnte Sam's Desperate Rescue nehmen, was nochmal ein bisschen Synergie ist, falls wir noch Landcycler einsammeln, also ein Troll zum Beispiel oder ein Olifant. Ja, Willowwind ist halt wirklich auch eine Karte, die nicht unbedingt packt. Also die man nicht unbedingt in Pick 2 haben will, ist nicht so super zufriedenstellend bisher. Aber da Pack 1 uns gezeigt hat, dass Schwarz relativ offen ist, würde ich behaupten, dass man ein ganz gutes schwarzes Deck noch zusammenkriegt. Kann sich natürlich alles ändern. Die Leute können auch noch in Schwarz reingehen, aber ich schiebe jetzt zumindest auch nichts großartig Schwarzes. Also ist die Gefahr, glaube ich, nicht so riesig. Ja.
Immer noch kein Anruhe gesehen, immer noch kein Orcish Bowmaster gesehen, immer noch kein Witch King auf Angmar gesehen. Das sind alles die drei Karten, die ich haben wollte. Ey, wo bleiben die denn jetzt? Entschuldigung. Okay, Leute, wo hapert es denn hier? Bei Tascha, Kang Kang, Bubi Bu, Ninja, Dovatz. Ne, ich kenne keinen. Interessant. Eomer of the Riddermark. Boah, der ist auch ziemlich gut. In Schwarz hätten wir Shelob's Ambush. In Blau hätten wir Ithilien Kingfisher. Und Eomer ist tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Gut, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, Eomer ist so stark, dass man sogar überlegen könnte, jetzt vielleicht sogar wieder auf Schwarz-Rot zu gehen. Und zu sagen, ich verzichte auf Blau. Oder Blau wird dann halt der Splash. Vielleicht tabeln wir das Lorien Revealed aus Pack 1. Und können dann halt Blau splashen für Bilbo oder Glorious Gale. Ja, der ist halt einfach. Ist halt, glaube ich, die beste Uncommon im Set. Also der ist halt wirklich ziemlich busted. Das ist ein schwieriger Draft. Also ist nicht so ohne weiteres zu sagen, wo wir enden werden. Also, ich habe eigentlich keine Lust auf Grixis. Was geht, Alter? Dungeon, Cribbane, Rangers, Firebrand, Mordor, Master, Blackbreath, Council's Deliberation, Deceive the Messenger und Glorious Gale. Klar. Also, ich meine, ich nehme Dungeon, Cribbane, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich blau oder rot bin. Aber was? Was war das denn bitte? Also, das war ja 100 Mal besser als alles, was ich bisher gesehen habe. Hier könnte man Stern's Gordon picken oder man nimmt einen Olifant. Ja, man kann jetzt hier auch so ein bisschen schon mal hedgen, je nachdem, in welcher Farbe man am Ende dann endet. Und ich habe zwei Sam's Desperate Rescue, also ist es auch nicht so schlimm, mal so einen Olifant zu picken. Ich muss da kurz einen Schluck trinken. Damit die Stimme auch wieder ein bisschen funktioniert. Ich könnte hier den Fire Leaper erstmal nehmen. Ja, ist okay. Ich habe ja auch noch so einen Gelo Revoice, da werde ich mir auch mal eins reinpfeifen. Stimme ist immer noch nicht komplett wiederhergestellt aus Barcelona. Das liegt auch daran, dass ich die ganze Zeit weiterrede. Ich müsste mich mal irgendwie in so eine, keine Ahnung, in so eine Mönchsanlage irgendwo in so einem tibetanischen Kloster oder sowas ein paar Tage verfrachten. Zweiter Olifant. Arwens Gift. Tja, in welche Richtung geht's jetzt für uns? Ich nehme noch einen zweiten Olifant. Dunlin Crebane Pick 8. Okay, niemand spielt schwarz. Alter, what? Okay, den Draft verstehe ich tatsächlich gar nicht. Wenn wir jetzt Lorien Revealed tablen, was machen wir denn dann? Ich habe kein. Wo gehen wir denn hin, Chat, jetzt hier? Chat, sage ich schon. Liebe YouTube-Audience, wo gehen wir denn jetzt hier hin? Lorien Revealed tablet natürlich nicht. Aber Elrond. Okay, Willowwind, okay, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist schwarz-blau zu bleiben und einfach einen etwas ausgeweiteteren Rot-Splash mit Olifant, Eomer und Bilbo zu machen. Wie viel Tempting haben wir? Zwei, drei. Dreieinhalb. Ne, was sind zwei? Drei, dreieinhalb, viereinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb, siebeneinhalb, achteinhalb. Ja. 8,5 Tempting. Schön. Ja, ich glaube, das ist okay. Ich hätte vielleicht über Elrond das zweite Deceive the Messenger nehmen sollen. Was für ein wildes Deck. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen hier. Aber wir können gerne noch ein paar Dungeon Crebanes einsammeln, wenn die niemand haben möchte. Ich staubsaug die alle. Und ein paar Claim the Precious, bitte. Oder ein Bitter Downfall. Boah, da ist auch Gollum. Gollum ist auch sehr gut.
Modern Master ist auch sehr gut, aber ich glaube, ich nehme mir mal so einen sehr guten Removal-Spell. Da ist auch Scroll of Isildur, die ist auch sehr gut. Also die ersten drei Karten werden, sind wie gemalt für mich, aber ich nehme trotzdem mal Bitter Downfall. Ein bisschen Removal kann das Deck auf jeden Fall noch vertragen. Ja, genau. Okay, Horses of the Bruinen ist okay. Ich habe gerade kurz überlegt, hier ist ja wirklich nichts drin, aber Horses of the Bruinen ist noch eine ganz gute Karte, wenn man ein Tempo macht. Aber so richtig Tempo mache ich ja auch nicht. Rangers Firebrand. Horn of the Mark. Ist leider das falsche Horn. Rangers Firebrand. Ich nehme es einfach raus. Hier ist ja sonst eh nichts drin. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, wie sehr Grixis sich geht. Noch ein Eo mehr. What the hell? Und ein Rally at the Hornburg. Oh, das ist so ein komischer Draft. Und eine Fiery Inscription. Ja, genau. Okay, klar, nehme ich mit. Und jetzt? Oh Gott. Ich habe gar nichts, was ich auf der 1 und der 2 mache, ne? Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen drauf achten sollen. Immer noch ein Rangers Firebrand mit. Okay. Könnte noch ein Fire Leaper spielen. Das Deck wird nicht funktionieren, leider. Das ist schade, aber es wird nicht funktionieren. Das sieht schön aus. Also, je nachdem. Ja, für mich sieht das schön aus. Aber. Nee. Da glaube ich noch nicht dran. Ich habe einen Two-Drop. ja. Okay. Naja, vielleicht sammeln wir noch ein bisschen was ein. Aber dann muss ich auch trotzdem immer noch was cutten. Oath of the Greyhose finde ich eigentlich noch ganz gut. Allerdings, das ist nicht so gut mit Fiery Inscription. Da passt Soothing besser. Okay. Vielleicht spiele ich tatsächlich nur ein Sam's Desperate Rescue. Ja, vielleicht spiele ich das House of the Bruinen nicht, weil es eben doppelblau ist. Und ich muss meine Mana-Base ja jetzt nicht unendlich strecken. Birthday Escape, ja, die ist natürlich sehr gut. Die beste blaue Kam dann auch nochmal Casually Pick 7. Gott, Alter. Ja. Ja, wir haben schon einiges an Spells. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isolation, okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Spells. Ja, okay. Ist irgendwie wild geworden. Sehr, sehr, sehr wild. Mordor Master Perfect. Das ist noch ein Two-Drop mit Card Draw. Oh, der ist halt wundervoll noch. Was möchte ich jetzt dafür cutten? Eigentlich gar nichts. Ich könnte einen Black Breath rausnehmen. Und ein Soothing vielleicht. Gott, Alter. Arable Flames, den kann ich nie casten. Sehr wahrscheinlich. Ja, ich nehme ein Soothing raus. Und den Black Breath. Und dann habe ich immer noch. Moment, was habe ich jetzt gerade gecuttet? Oh, Glorious Gale Nummer 3. Okay. Ithlane Knots. Kann man es auch blau-rot spielen? Wahrscheinlich, aber dann verliere ich auch einiges an Power, ne? Oh Gott. Ja, das ist so ein typischer Fall von auf zu vielen Hochzeiten tanzen, glaube ich. Fünfzehn Länder? Das geht nicht, oder? Also 16 Länder müssen es, glaube ich, schon sein.
Und dann ist meine Mana-Base immer noch ziemlicher Trash. Angenommen, es sind 16 Länder, was cutten wir denn dann? Ich brauche nicht unbedingt Nasty End, aber ich glaube, es ist schon okay. Cutte ich einfach meinen einzigen Two-Drop? Ich glaube, ich cutte einfach Pelagier Survivor. Ja, klar. So, fertig. Deck ist fertig. Keine Two-Drops im Deck. Aber wir machen irgendwie Grixis, Fast-Tempting, Spells, Non-Spells, keine Two-Drops dort Deck. Ja, ich würde mich interessieren, was ihr glaubt, wie das Deck abschneiden wird. Wir gehen jetzt mal auf die Ladder mit. Keine Ahnung was. Ich glaube, viel besser können wir es nicht ziehen, ne? Wir haben den einen von einem Two-Drop. Ja, hervorragend. Wir haben Removal mit Golem's Bite. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was hier anbrennen sollte. Ich kann Olifant cyclen, aber das muss ich auch nicht unbedingt. Bitter Downfall, hervorragend. Läuft doch bei uns. Ja gut, ich meine, vielleicht muss ich gleich mal irgendwie den Olifant cyclen. Wird aber auch nicht. Oh, gefährlich. Achso, nee, einfach nur. Achso, ja dann. Na dann bauen wir mal ein bisschen Pressure auf, was? Gegner hat irgendwas. Ein Smite the Deathless wäre extrem unschön. Okay, na dann ist ja alles easy. Na gut, das ist nicht so cool, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Oh, Bilbo ist nice. Okay, dann cyclen wir erstmal. Suchen uns einen Norton raus. Und spielen Bilbo. Und tempten natürlich Bilbo, weil die Treasure Token natürlich sehr wertvoll sind. Habe ich gerade erstmal. Ja, ich block mal nicht. Oh Gott, Eomer of the Riddermark. Das ist ja cool. Und ein Treasure gebaut. Tja, kein Gandalf für dich. Gehen wir gerade weiter fleißig an. Ich kann das akzeptieren. Olifant. Okay. Ja. Land. Alter, ja, okay, ich schmeiß mal Fiery Inscription weg. Aber es ist echt. Ich kann daraus eine 3-4-Kreatur machen. Das ist doch hervorragend. Weil mein Ork ist ja 4-4. Sweet. Und da ist auch schon die Concession. Ja, wir werden nicht immer so viel Glück haben mit dem Mana. Da bin ich mir relativ sicher. Aber für den ersten Einsatz war es schon ganz gut. Auch die Hand ist relativ nice, weil wir einfach natürlich wieder alle Mana-Farben haben. Dank der guten alten Olifanten hier. Ja, da cycle ich mir direkt mal einen ein hier. So, und dann werde ich auch mal Deceive offen lassen. Ich werde es nicht brauchen, aber dann haben wir es schon mal. Pelagius Survivor, okay. Oh Gott. Easy Bilbo. Easy Bilbo. Er ist einfach viel zu gut, der Typ. Ich könnte jetzt gleich sogar Fiery Inscription spielen und direkt die Loot-Maschine anschmeißen. Es ist aber vermutlich besser zu tormenten. Außer der Gegner macht das und nimmt mir mein Torment. Das wäre natürlich nicht so nett. Ja. Geile Sleeves. Voll der Agro-Fibble-Thip. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich den knuffig. Irgendwie finde ich den knuffig. Hey!
Hast leider nichts übernommen, weil meine Kreatur legendär ist. Wow. Wow. Die Hand ist sau stark. Hat sich nicht dazu entschieden zu smiten, sondern lieber Mana effizient zu spielen und Grishnak rauszuspielen. Kann ich respektieren. Wenn man jetzt kein Land hat. Ja, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich Lorien Revealed gecycelt. Okay. Ja. Soll ich mal go. Gegner hat ein ziemlich gutes Board gegen mein Board. Ja, der ist mir egal. Könnte noch ein Glorious Gale haben. Ich werde da mal straight up reinlaufen. Weil ich es ihm einfach nicht glaube. Hat er auch nicht, seht ihr? Ich wusste doch, dass er kein Glorious Gale hat. Oh, jetzt wird es ein bisschen unangenehm, glaube ich. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Irgendwie haben alle seine Spells mehr gemacht als meine. Okay. Auch noch Birthday Escape, not bad. Kann ich doch hier blocken, oder? Nasty End. Hä, what? Na gut, Land kann weg. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich irgendwie ein bisschen schwindeln kann. Deceive the Messenger. Ah, gut. Was jetzt? Ja. Ich werde halt einen so einen Dude fressen wahrscheinlich. Und 100 Millionen Schaden nehmen. Oder was vielleicht sogar noch... Ja. Vielleicht hätte ich sogar minus 3, minus 0 auf die Army geben sollen. Und dann trotzdem blocken und dann vielleicht Nasty End spielen oder so. Okay. Soothing, okay. Ich denke, wir gehen einfach rein, so gut es geht. Sam's Desperate Rescue. So, tot bin ich nicht, oder? Wie viel macht er denn jetzt? Chorus End, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, ich bin auf jeden Fall tot. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich das... Kann ich nicht auf mich selber casten. Ja, schade. Ich hätte...
Ich glaube, es reicht auch nicht, wenn ich Bilbo ausspiele. Gunner Sanction war an der Stelle einfach ein bisschen zu viel. Das kann man wieder keepen. Ich habe schon wieder alle drei Mana-Farben. Das ist ein bisschen lucky, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich habe sogar wirklich alle drei Mana-Farben jetzt. Natural Tron, Turn 3. Easy. Took Reaper. Okay. Frage ist, ob ich den jetzt deceive. Oder ob ich den mit den ersten, okay. Ja, deceive the Messenger ist schon wirklich auch gut. Ja, ich werde jetzt den Westford Rider umbringen und mir Glorious Gale offen lassen. Das war zumindest der Gameplan. Und dann müsste ich noch irgendwas ziehen für Runde 4. Also für Runde 3 habe ich jetzt ja noch Glorious Gale. Für Runde 4 habe ich leider nichts. Für Runde 5 kommt dann Eomer. Ja, ja, nee. Lass mal gut sein, Bro. Torment of Golo. Okay. Ja, gut, ich weiß, was ich auf Runde 4 mache. Ich werde einen Oliphant wegcyclen, damit ich auf jeden Fall safe auf Runde 6 den anderen Oliphant legen kann. So, jetzt wird es halt ein bisschen frech, weil jetzt kommt hier der Eomer von der Riddermark. Hallöchen. Der ist so dumm einfach. Eomer ist echt... Jetzt haben wir einmal den Damage gemacht und jetzt kann den Rest einfach die Fire Inscription machen von mir aus. Wäre okay. Es kann auch gut sein, dass Eomer jetzt stirbt. An Eowyn zum Beispiel. Okay, nee. Direkt mal den Fettklops gelegt hier. Ja gut, von mir aus können jetzt gerne beide Took Reaper gegen Eomer traden. Oder ein Took Reaper. Ja, okay. Ist okay, ehrlich gesagt. Er hat seinen Job gemacht. Er hat zwei, der 2-for-1 getradet und 2-1-1 Humans gemacht. Viel mehr kann man sich, glaube ich, nicht wünschen. Errant Rider ist gut. Ja, okay. Zieht eine Karte. Rohirrim Lancer ist auch gut. Zieht auch eine Karte. Elf Trample Damage. Ja, das müsste reichen, ne? Sicher? Ja, also reicht auf jeden Fall. Ja, läuft doch. Also mit dem Mana bin ich wirklich extrem begeistert. Dass das so gut funktioniert, ist ja echt sehr unlikely. Judge, ich möchte eine neue Starthand. Ich habe kein rotes Mana in der Starthand. Wie unlucky bin ich denn? Also Entschuldigung, what? Ne, ist schon ein Keeper auch. Ja, uns fehlen also ein bisschen die Kreaturen, aber wir können uns erstmal ein bisschen über Wasser halten. Ja, Torment ist super Draw gewesen. Man kann auch sowas machen wie End of Turn, Bounce die problematische Kreatur und dann spielen wir Torment oder so. Wenn jetzt nichts Krasses kommt, haben wir Glorious Gale offen. Easy. Okay, cool. Perfekt. Jetzt dürfen gerne Oliphanten kommen zum Landcyclen. Theoden? Da kann ich ja gar nichts gegen machen. Okay, Modern Master ist nicht bad. Okay, keine Lands hitten ist so langsam bad. Ab jetzt könnte ich mir vorstellen, durchaus auch mal ein Land zu hitten. Bis jetzt war ja gerade Spaß und das war vollkommen okay, aber jetzt dürfen auch die Länder kommen. Dann nehme ich wohl zwei. No chance. Okay. Jetzt aber. Land. Am besten ein Mountain. K.
keine Lands ist nicht geil. Dude, was? Okay. Jetzt habe ich 7 Mal in Folge kein Land gezogen. Das lässt mich eher unwahrscheinlich dieses Spiel gewinnen, würde ich behaupten. Ey, cool, ein Land nach Zug 2000. Ja, darf ich? IP-Show, komm, stell dich nicht so an. Ich habe wirklich 100 Mal Landdrop gemisst, das wird ja jetzt wohl gehen. Wow, wie soll ich das Spiel denn gewinnen? Junge. Ich würde den Treasure jetzt nicht ausgeben. Ja, Cycle Zeit für ein Land, ja, okay. Ja, ich glaube, ich bin tot, oder? Land, Removal auf den 2-2er. Also Fog oder Smite the Deathless. Attack für 7. Und wenn ich jetzt Torment spiele, bin ich tot. Dann den Cribane rettet mich noch, glaube ich. Ne, dann den Cribane rettet mich auch nicht mehr. Eine Kreatur wird pazifiziert, dann blockt eine noch und dann kommt 4 Damage durch. Ja, das war ein bisschen zu viele Landdrops. So 7, 8 Mal in Folge ist halt einfach nicht gut. Ja, einfach Fox spielen auf irgendeine Kreatur und dann gebe ich auf. Selbst ohne Fog wäre es wahrscheinlich lethal gewesen. Aber okay. Stehen wir 2-2 jetzt? Ich muss das mal eben kurz verifizieren. Oder 3-2? Ne, 2-2, ne? Ja, ich meine, wie gesagt, die Mana-Base ist halt ein bisschen shaky, das sehe ich ein, aber keine Länder ziehen kann man halt, ist halt immer schlecht. Das ist hier doch schon wieder viel mehr nach meinem Geschmack. Klarer Keep. Ich werde versuchen, nichts zu spielen bis zur Fiery Inscription. Wenn es nicht gerade nötig ist. Ich meine, das wirkt jetzt noch nicht wirklich nötig. Ah, perfekt. Ja, komm, okay. Das spiele ich vorher. Die ganzen Cantrips spiele ich halt hinterher. Ja, das ist okay. Ich meine, das ist auch ein Cantrip, aber... Okay, schwarz-weiß. Würde ich mir hier blocken? Ich glaube nicht. Unser Gegner greift aber auch nicht an. Okay, alles klar. Fire Inscription... So, das Party-Enchantment ist draußen, Leute. Jetzt gibt es wieder Maschinengewehr vom Feinsten. Ja, ist okay. Nö. Na, ich will ja looten. Ah, Minas Tirith, okay. Okay, Birthday Escape. Holy Fond, okay. Tja. Tja, Duchti. Ich schmeiß mal das Soothing weg. Das ist aber nicht leicht, ey. Mein Gott. Gollum's Bite, das kann ich leider nicht verhindern, ne? You got me. Nur der greift an? Dann ist dann nicht mal Minas Tirith aktiv. Okay. Warum machen wir sowas? Doppelblock und Hobbits-Ding oder so? Okay. Ja, vielleicht hat man wenig schwarzes Mana. Also man hat wenig schwarzes Mana, vielleicht hat man viele schwarze Spells, so. Ja gut, nehme ich halt 3. Ist feine.
Karte ziehen mit Minas Tirith wäre ziemlich nice. Not gonna lie. Glorious Gale überzeugt mich nicht so unendlich. Ich sage auch immer das Gleiche, wie bevor ich das sechste Land ziehe. Da habe ich halt erstmal mehrere Auli Fountain ziehen hier. So. Doppel Glorious Gale ist auf jeden Fall offen. Okay, Eagles, ja. Boah, ich weiß noch nicht, was ich von dem Game halten soll. Ich bin auf 12 Leben. Mein Gott, ich. Es kann jetzt halt eigentlich nicht so wirklich was Schlimmes passieren. Das ist sogar sehr okay, ja. Dann nehmen wir den Burschen doch einfach mal mit hier. Okay. Shadows Ambush ist gut. Junge Eomer, warum bist du so bastard? Das ist echt geil. Achso, warte. Wir haben noch was auf dem Stack. Ich gerade schon gewundert, warum ich den Oliphant nicht legen kann. Wir hatten noch was auf dem Stack, aber ist okay. The Eagle has landed. Wobei das eher die weißen Decks sagen würden, aber naja. Ja, kill mich. Kill mich oder ich kill dich. Alles klar, sind wir uns einig. Mein Gott, ich schäme mich ehrlich gesagt ein bisschen dafür, wie das mit dem Ländern funktioniert. Das kann halt niemals sein. Also wenn ich wüsste, dass ich ja nicht dreifarbig drafte, meine Mana-Base immer so funktioniert, warum sollte ich dann jemals das irgendwas anders machen? Das ist ja völlig geil. Ich mach jetzt einfach nichts und leg irgendwann Eomer. Gameplan. Dunlin Crebane. Ah Mann, ey, wieso legt er denn immer den Schissel hier? Vielleicht hat der Gegner ja jetzt Eomer. Ich hoffe nicht, aber könnte sein. Keine Ahnung. Gordy könnte jetzt schön Eomer rausrampen hier. Hätte ich gar nicht so Bock drauf. Oh, okay. Kurz hatte ich Angst gehabt, aber das ist ja easy. Nee! Okay, Eomer, 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 Eomer. Eomer. Ich glaube, Eomer raced auch so ein March at the Black Gate. March from the Black Gate, Entschuldigung. Na gut, Eomer kann natürlich auch Claim the Precious werden und so weiter, ist alles klar. Aber dann. Sad. 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 Pretty sad. No blocks. Ooh. Hello. Ibims. Dein guter Freund. Eomer. Ich glaube, den Loot nehme ich mit. Was soll's. Das Land schmeißen wir ab. Ich meine, ich hätte Eomer Post-Combat legen können, aber ich kann mir jetzt einfach Glorious Gale offen lassen. Ein bisschen Damage von dem Teil hier kann ich ja durchaus noch nehmen. Die sieht schon ziemlich krass aus. Das erinnert mich irgendwie an Vox Machina. Der Typ da hinten, der erinnert mich ein bisschen an, wie heißt der, Gronk oder so? Gronk? I don't know. Ja, nehme ich. Ich muss mir ja Glorious Gale offen lassen. Oh, du spielst nichts. Na, dann spiele ich wohl den ersten Eomer. Und dann wird der Gebitter downfallt. Improvise Club. Okay.
Naja. Jetzt wird das Match doch langsam bedrohlich. Wenn er jetzt einfach Smite, Claim the Precious, Improvise Club macht, dann da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet. Okay, Gimli, den hätte ich jetzt gut countern können. Land. Mann! Ach ja, das ist alles irgendwie sad, oder? Ist okay. Tommen ist sweet. okay. Nasty End. Okay. Horadrim, genau, ja. Okay, es geht beides rein. Ich werde wahrscheinlich Gimli killen, weil alles andere macht potenziell viel mehr Schaden noch. Gehe ich auf 4. Naja, gut. Eomer kann er. Ach nee, warte mal. Tide oder. Warte mal, ich kriege jetzt gar keinen Token, ne? Ah, doch, ah? Naja, okay, doch. Mein Gott, der Gegner legt dann mal jetzt einfach auch nur noch Ham Sandwiches hier hin, ne? Na gut, dann gehe ich halt auf wenig Leben. Okay. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Das Gefühl, ich hätte an einigen Stellen irgendwie anders oder besser spielen können. Ja, der March ist auf jeden Fall real. Ich glaube, das mit dem ganzen Land Discard war nicht gut. Ich glaube, ich hätte zwischendurch mal ein Glorious Gale wegschmeißen müssen. Aber ich weiß natürlich auch nicht, dass ich nicht. Dass hier Gegner keine Kreaturen spielen, ne? Okay. Das wäre schon gut gewesen, wenn ich den jetzt einfach hätte. Ja, Glorious Galen können. Na, spielst du zuerst die End in Response? Kann man schon machen, ja. Na gut, dann ziehe ich halt, dann gucke ich mir die beiden neuen Karten eben an. Okay. Wenn der Gegner jetzt nichts zieht, dann kann er nicht mehr angreifen, oder? Ich habe ja 7 Damage da liegen. Er kann angreifen, okay. Gut. Dann hat er wohl was gezogen.
Oder er sieht jetzt was, auch möglich. Immerhin kein Trample-Spell. Nazgul, oi, Juba, du. Okay, warum hat er die nicht Pre-Combat gelegt? Das war es dann vermutlich nicht. Okay, cool. Bitter Downfall hier. Take this one. Man muss auch mal Glück haben. Okay, puh. Ich hätte kurzzeitig damit gerechnet, dass das Video an dieser Stelle endet. Aber nö. Man kann ja auch mal mit Bitter Downfall ziehen. Das geht ja auch. Okay, auch eine schöne Hand. Easy Keep. Turn 2 Mordom Master, Turn 3 Uruk-hai Berserker. Dann haben wir Glorious Gale offen. Sollte der Uruk-hai Berserker sterben, können wir den wiederholen. Ja, easy. Sieht gut aus. Gucken, was Short Elf dazu sagen wird. Gar nichts. Ah, doch, okay. Es ist da. Na gut. So ein rotes Mana finde ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, alle drei Mana-Farben auf der Starthand, ey. Okay, na gut. Mana ist jetzt auf jeden Fall genug da. Da kann ich mich nicht beschweren. Plane Cycling. Je nachdem, was der Gegner hier spielt, tempen wir den 1 ein. Ja, okay, wir werden wahrscheinlich. Okay. So, einfach schon mal für den ersten Damage. Ja, ab nächster Runde lasse ich mir dann Glorious Gale offen. Ich hoffe, jetzt kommt nichts Schlimmes, kein Elrond oder so. Elrond wäre wahrscheinlich schon ein bisschen nervig, sag ich mal. Ja, der 2-2 Vigilancer kann auf jeden Fall angreifen. Ich block sogar. Ja, ich habe so viele Länder, dass ich. Ah. Ich habe so viele Länder, dass ich das, glaube ich, gerne. Dass ich gerne mal ein paar Stufen höher steigen würde, was die Tempting Ladder angeht. Hobbits Ding. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Hobbits Ding auf den 1-1er. Ah, Reprieve, okay. Na gut. Ich glaube, ich will trotzdem looten. Ja. Da wird auf jeden Fall geblockt, okay. Nächste Runde. Torment of Gollum, sehr wahrscheinlich. Bitte nicht Prinz Imrahil oder so. Okay. Mountain Keikling. Tormento. Gandalf. Boah. Ah, Gandalf wäre jetzt auch nicht die schlechteste Karte gewesen, um sie zu countern. Dann ist halt weg. Der, ja, ich weiß, ist gut. Ja, hast du. Gehe ich auf 15. Gandalf muss ich irgendwie wegkriegen. Es muss noch eine Menge passieren, Leute. Aber so nicht. Regenstufe 3. Je nachdem, was jetzt passiert, muss ich vielleicht sogar einfach den Uruk-hai Berserker opfern für drei frische Karten. Will ich eigentlich nicht, aber. Okay. Okay. Ey, ey, ey.
Uncool. Ja, Vigilance kann wohl angreifen, was? Ich hätte vielleicht doch eine SDN spielen sollen. Ja. Das hätte ich auf jeden Fall machen sollen. Okay, das hilft tatsächlich ein bisschen. No. Wie viel Reprieve hat mein Gegner denn? Hä? Der hat einfach 3 Reprieve in seinem Deck? Ja, okay, dann mache ich halt nichts mehr. Alles klar. What? Ringstufe 4, Leute. Jetzt muss ich nur noch einen Ringbearer finden. Wenn ich Tommen auf Gollum finde, bin ich noch nicht tot. Oh. Ah, ich wollte eigentlich... Na, es ist, also ich bin halt tot. Er hat jetzt kurz überlegt, naja, lass ich mal Glorious Gale offen, aber so bin ich ja eh tot. Schade. Ich meine, 4 Wins ist okay mit dem Deck, mit dieser shaky Mana Base. Wir hatten relativ viel Glück mit dem Mana. Sind ab und zu mal ein bisschen gescrewt, als wir 7 Mal in Folge kein Land gezogen haben. Aber bei den Farben kann ich mich echt nicht beschweren. Der Archetyp existiert so in der Form eigentlich nicht und daher ist es, glaube ich, ein ganz okayes Ergebnis. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Herr der Ringe Draft Nummer 10. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.